Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und heute habe ich für euch einen neuen Loading-Screen und den gucken wir uns gleich an. Wir kommen zuerst zur Installation. Und ja, dazu müssen wir diesen Ordner einmal herunterladen. Link ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen, entpacken und dann sieht das Ganze dann auch so aus. Falls hier ein Master stehen sollte, dann einfach das Master wegmachen. So, als erstes brauchen wir natürlich so den Namen, den kopieren wir uns und wir ziehen diesen Ordner einfach hier rein per Drag and Drop. So, haben wir es gemacht, gehen wir zurück und sagen Server CFG einmal öffnen und tragen so das Ganze mit Start. Wo habe ich ihn? Hier, Start und dann so den Namen. Anschließend auf Speichern und schließen. Übernehmen. Fertig installiert schon mal. So. Jetzt werden wir einmal in den Ordner gehen und in die Index-Datei. So, hier können wir das Ganze übersetzen. Dann hier das Schwarze halt wieder können wir übersetzen. Hier und hier. Also eigentlich überall, wo das Schwarze halt dann steht. Hier können wir auch noch unseren Link reinposten, wie auch immer. So, wir haben hier noch Songs, die können wir wahrscheinlich abspielen und auch tauschen. Muss man halt gucken. Und hier haben wir natürlich die, hier müsst ihr ein Logo eintragen. So, das heißt, ihr habt wahrscheinlich ein Serverlogo, dann tauscht hier so das Logo einfach aus und wie den Hintergrund auch, so der heißt hier halt nur Back, somit ändert ihr das auf Back, euren Hintergrund halt. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Das heißt, wir gucken uns das Ganze dann jetzt einmal an. So, wir haben gehört, wo die Musik kommt, hier haben wir das Logo, und hier so ein Ladestrich, der halt immer dann weitergeht, wenn, ne? Und unten haben wir nochmal die Werbung und oben halt den Namen und so weiter und so fort. Alles könnt ihr ändern, wie ich ja eben schon erwähnt hatte. Und die Musik funktioniert auch, also auf jeden Fall. Ich muss die Musik halt ausmachen, somit wegen Urheberrecht. So, ja, gut. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.